Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Nintimp, sehr geehrter Herr Börner, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Nordrhein-Westfälischen Landtag, liebe Teilnehmer der heutigen Veranstaltung, ganz herzlichen Dank für die Einladung, ganz herzlichen Dank für das Stellen dieses interessanten Themas Wirtschaft und Innovation, Wirtschafts- und Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dass Wirtschaft und Innovation quasi siamesische Zwillinge sind, dass eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in Europa, in der Bundesrepublik Deutschland, in Nordrhein-Westfalen zumal, ohne entsprechende Innovation nicht möglich sein wird. Aber umgekehrt ist eine florierende Wirtschaft auch die Voraussetzung dafür, dass entsprechende Investitionen in innovative Produkte und Dienstleistungen stattfinden können. Und deswegen ist das ein so spannendes Thema, das Sie mir gesetzt haben, das Sie mir für jetzt noch 14 Minuten gesetzt haben, und wir werden es gleich in der Diskussion sicherlich an der einen oder anderen Stelle vertiefen. Wir haben es heute bei Ihrer Veranstaltung damit zu tun, dass wir insbesondere den Blick auf unsere außenwirtschaftlichen Beziehungen richten, dass wir darüber sprechen wollen, welche Rolle kann der Weg ins Ausland spielen, welche Rolle spielt der Außenhandel. Ich bin davon überzeugt, dass die Ausgangslage grundsätzlich solide ist, aber ich nehme natürlich zur Kenntnis, und das mache ich sonst bei Reden nicht, aber ausnahmsweise nehme ich mal mein Smartphone hier raus, ich nehme natürlich zur Kenntnis, dass heute zum Beispiel bei Spiegel Online, es gibt viele andere Medien, die das ebenfalls thematisiert haben, die Überschrift lautet nach einer Umfrage des DIHK: Deutsche Exporteure verlieren ihren Optimismus. Das hat etwas damit zu tun, dass nach wie vor die Situation im Euroland eine sehr unsichere ist, dass nicht klar erkennbar ist, in welche Richtung sich das in den nächsten Jahren entwickelt, dass wir aber auch Unklarheit haben über die finanzpolitischen Grundsatzentscheidungen in den USA, dass wir beobachten, dass mit sehr viel Geld ein Konjunkturprogramm in Japan auf den Weg gebracht worden ist, dass wir aber auch noch nicht endgültig wissen, wie eigentlich sich die Entwicklung in China in den nächsten Jahren darstellen wird. Das sind viele Elemente, die dabei eine wichtige Rolle spielen. Ich habe aber mein iPhone gar nicht rausgeholt, um Ihnen diese Überschrift vorzulesen, sondern die ersten beiden Einträge bei der sogenannten Kommentarfunktion. Dort kann ja jeder Leser, jede Leserin etwas eintragen. Und die ersten beiden, die mir da heute Morgen aufgefallen sind, will ich Ihnen gerne kurz vortragen. Der erste lautet unter der Überschrift: Sollen Sie Ihren Exportmüll selber fressen? Dann in wenigen Sätzen: Die deutsche Wirtschaft hat es geschafft, eine unsäglich gemeine Arbeitswelt in der BRD einzurichten und damit halb Europa niederzuknüppeln. In dem Kontext würde es mich freuen, wenn die Wirtschaft auf ihrem Mist sitzen bliebe. Das ist der erste Eintrag. Der zweite Eintrag unter der Überschrift Schuld daran wird dann weitergeführt von Pennywise the Clown, also da weiß man schon, was mit wem man es da zu tun hat, lautet dann: Schuld daran sind einzig und allein die Lohnforderungen der Gewerkschaften und die Linke. Also ein etwas anderer Ton im Vergleich zu dem ersten Eintrag. Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass beides ziemlicher Unsinn ist. Und mit dem letzten zu beginnen, gerade in den letzten Jahren, und Herr Kannegießer wird das möglicherweise nochmal bestätigen können, ist ja sehr klug zwischen den Tarifvertragsparteien mit auch den Interessen des gesamten Standortes Deutschland umgegangen worden. Und was nun überhaupt nicht stimmt, und das wird in dem ersten Eintrag ja so suggeriert, dass Deutschland durch seine politischen Weichenstellungen, auch die vorgenommen vor 10 Jahren und in der Folge bekräftigt, irgendetwas getan hätte, um die europäischen Nachbarn zu drangsalieren. Und wir haben Debatten erlebt, wo angefangen bei sehr prominenten politisch und heute in anderen Funktionen Verantwortlichen gesagt wurde, Deutschlands Export sei zu stark und dadurch würden Probleme entstehen und man müsste dort schwächer werden in Deutschland, um anderen zu helfen. Dieser ganzen Ideologie, die dahinter steht,
will ich anlässlich dieser Veranstaltung eine deutliche Absage erteilen. Wir dürfen unsere Schwächen nicht aufs Spiel setzen. Nur dann werden unsere Unternehmen auch zukünftig erfolgreich sein, werden wir auch mit Blick auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unsere Stärken künftig ausspielen können. Wir sollten uns eine solche Ideologie, wie sie manchmal in der öffentlichen Debatte immer wieder vorgetragen wird, nicht zu eigen machen, meine Damen und Herren. Wir brauchen stattdessen weiter den Mut zu politischen Reformen. Wir brauchen den Mut für Wirtschaft, für Industrie und für Innovation in den öffentlichen Debatten einzutreten. Wir brauchen wieder eine Belebung des in der politischen Geschichte dieser Republik durchaus immer wieder mal verwendeten Begriffs des Fortschritts. Eine Belebung des Fortschrittgedankens, der Fortschrittsdebatte. Fortschritt ökonomisch, ökologisch, aber auch sozial. Fortschritt nicht zuletzt technologisch. Dieser Fortschritt muss basieren auf einem für uns alle geklärten Wachstumsbegriff. Der Deutsche Bundestag, und Herr Lindner wird sich auch daran erinnern, hat zu Beginn der jetzt auslaufenden Wahlperiode eine Enquetekommission zur Definition, zur Debatte um den Wachstumsbegriff eingesetzt. Und ich will hier ganz deutlich sagen, man kann sehr lange über die qualitativen Bestandteile von Wachstum diskutieren. Und man kann sich auch weltweit dafür Inspiration holen. Aber im Mittelpunkt wirtschaftlichen Handels, und das muss auch für die Politik wieder unmissverständlich klar gemacht werden, gehört es eben auch dazu, dass wir auch auf quantitatives Wachstum setzen. Nicht ohne die qualitativen Aspekte dabei auszublenden, aber ohne quantitatives Wachstum werden wir die Dinge, die vor uns liegen, nicht bewältigen können, meine Damen und Herren. Wir wissen, die Innovationszyklen werden kürzer, Wertschöpfungsketten haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert, sind weg von dieser reinen Kette hin zu wirklichen Wertschöpfungsnetzwerken geworden. Wenn wir mit Stolz auf den hohen Anteil industrieller Produktion in Deutschland und gerade auch in Nordrhein-Westfalen blicken, dann wissen wir, dass viele Dienstleistungen, die sich entwickelt haben, eben auf die Produkte und auf die Produktionen beziehen, man das also nicht gegeneinander ausspielen darf, sondern zusammendenken muss. Ob in der Energieversorgung, dazu haben Sie gerade einige Gedanken gehört, ob in der Energienutzung, ob bei der Mobilität, in der Bio- und Nanotechnologie, bei IKT oder anderen, die ich aus Zeitgründen hier nicht alle nennen kann, sind wir in Nordrhein-Westfalen wettbewerbsfähig und in vielen Bereichen sind wir sogar Spitze. Das hat etwas damit zu tun, dass Nordrhein-Westfalen sich schon seit einigen Jahren und das über die Regierungswechsel hinweg in völliger Kontinuität darauf konzentriert hat, eine sehr klar umrissene und finanziell auch entsprechend unterstützte Cluster- und Leitmarktstrategie zu etablieren. Cluster- und Leitmarktstrategie, das heißt, dass man sich auf beispielsweise die gerade von mir genannten Themen inhaltlich konzentriert, die Akteure zusammenbringt. Heißt aber auch, dass wir auf die verschiedenen Stärken in den Regionen Nordrhein-Westfalens Acht geben und auch dort die Clusterbildung, wie zum Beispiel beispielhaft in Ostwestfalen-Lippe, entsprechend unterstützen. In diesen Clustern geht es immer wieder um das Thema, wie können wir die außenwirtschaftlichen Aktivitäten, wie können wir das Thema Außenhandel nach vorne bringen, wie können wir unsere Unternehmen auf dem Weg in neue Märkte, auf dem Weg in neue Länder entsprechend unterstützen. Und da ist die Kooperation untereinander, der Erfahrungsaustausch mit Unternehmen, die diesen Weg schon gegangen sind, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch entsprechend unterstützen. Um Innovation in Nordrhein-Westfalen weiter voranzubringen, müssen wir aber natürlich besonders das Thema Forschung und Entwicklung betrachten. Ausgaben dort steigern zu wollen, ist ein Versprechen, was sich Wirtschaft und Politik seit Jahren gegenseitig, auch mit Blick auf die Europäische Union, geben und das auch immer wiederholen. Und wenn man sich die Haushalte anguckt, ist das insgesamt auch sicherlich passiert. Was wir noch nicht haben, und dafür will ich ausdrücklich plädieren, ist, dass wir über die Projektförderung, die wir noch anwendungsorientierter ausgestalten müssen, gerade auch zu Beginn mit Blick auf das nächste Jahr
am Beginn einer neuen EU-Förderperiode, wo wir sehr klug mit dem Geld, was aus Brüssel nach Nordrhein-Westfalen kommt, umzugehen haben, über diese Projektförderung hinaus, davon bin ich überzeugt, brauchen wir in Deutschland endlich eine steuerliche Forschungsförderung. Diese steuerliche Forschungsförderung wird zusätzliche Investitionen auslösen. Sie ist international an vielen wichtigen Standorten längst gang und gäbe. Sie fehlt bei uns in der Bundesrepublik nach wie vor. Die Steuerexperten im Bundesfinanzministerium, egal von wem es jeweils geleitet wird, sagen einem immer, das sei so schwierig mit der steuerlichen Forschungsförderung. Da gäbe es Abgrenzungsschwierigkeiten. Das kann man, finde ich, in einem Satz schnell widerlegen. Also wenn jemand Abgrenzungen im Steuerrecht in der Lage ist vorzunehmen, dann sind es wir, glaube ich, in Deutschland. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Aber viel wichtiger ist, dass wir eben es zusätzlich zur Projektförderung ins Werk setzen, weil es sehr unbürokratisch ist und weil es mittelstandsfreundlich ist. Die Forschung und Entwicklung im Mittelstand bei den sogenannten Hidden Champions, die macht die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen aus, und dafür brauchen wir eine steuerliche Forschungsförderung. Und ich hoffe, dass egal in welcher Konstellation nach der nächsten Bundestagswahl eine Bundesregierung die Möglichkeiten findet, um das endlich Realität werden zu lassen. Wir in Nordrhein-Westfalen, wir haben viele Beispiele. Wir haben vor 2 Tagen Frau Wassner als Geschäftsführerin von NRW Invest und ich gemeinsam mit Herrn Hesse vom Handwerk und anderen vorgestellt, welche Bestleistungen wir in Nordrhein-Westfalen zu bieten haben. Ob vom adaptiven Scheinwerfer aus Südwestfalen bis zum hörenden Kunstkopf aus Aachen. Viele Beispiele lassen sich dort finden. Wir sind das Land der Hidden Champions. Wir sind das Land der Familienunternehmen. Richtig ist, 19 der 50 umsatzstärksten Unternehmen in der Bundesrepublik haben ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen. Aber sie sind nicht das Entscheidende. Denn 99,6% der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind mittelständische Unternehmen und eben häufig Familienunternehmen. Sie im Zusammenspiel mit den 69 Hochschulen, mit knapp 50 Technologiezentren, mit rund 50 zusätzlichen Forschungseinrichtungen, sie bilden das Rückgrat für erfolgreiches Wirtschaften und Innovation in Nordrhein-Westfalen. Und neben diesen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen geht es dann eben auch um die Außenorientierung. Eine Studie der EU hat untersucht, wie kleine und mittelständische Unternehmen, um die es in unserem Land hauptsächlich geht, besonders erfolgreich sind. Sind KMUs rein national orientiert? Haben sie in den letzten 3 Jahren 1% Beschäftigung aufgebaut? Sind sie international orientiert? Haben sie 7% Beschäftigung aufgebaut? Sind sie national orientiert, haben sie in den letzten 3 Jahren 8% neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gebracht? Sind sie international orientiert, ist das ein Wert von 26% neuer Produkte und Dienstleistungen. Das zeigt, diese Internationalisierung ist zwingend. Wir wollen unsere Unternehmen dabei begleiten. Wir tun dies zum Beispiel durch NRW International. Das Angebot umfasst 50 Projekte von der Bergbauindustrie bis hin zu IKT, neuen Werkstoffen oder Biotechnologie. Insbesondere beim Thema Effizienz und Effizienztechnologien ist die Nachfrage, ob in den Niederlanden, der Türkei, in Brasilien, in Südafrika oder anderen Ländern enorm, und wir werden die Unternehmen auf ihrem Weg dorthin weiter begleiten. Dies nicht zuletzt auch durch Unterstützung der NRW Bank, die berät, die finanziert, die aber auch die notwendigen Absicherungsinstrumente bereithält. Und last but not least, all das, was wir auf Messen tun können. Wir werden unsere Strategie unter der Überschrift Germany at its best, Nordrhein-Westfalen, bei unseren Messeauftritten weiterentwickeln. Neben diesen klassischen Themen, meine Damen und Herren, und damit komme ich zum Schluss, ist es, glaube ich, ganz entscheidend für den Standort und die Attraktivität des Standortes und für die Investitionsbereitschaft in diesen Standort, dass wir gemeinsam an dem Bild von Nordrhein-Westfalen arbeiten. Fragen Sie jemanden von außen, hat er ein Bild von Nordrhein-Westfalen, was sehr orientiert ist an den starken Industrien längst vergangener Jahrzehnte. Wenn Mark Zuckerberg Deutschland besucht,
landet er in Berlin. Das ist der Punkt, wo wir gemeinsam dran arbeiten müssen. Und die Initiativen, die ich gerade versucht habe zu schildern, sollen einen Beitrag dazu leisten, aber wir brauchen die Unterstützung von Ihnen allen. Wir müssen deutlich machen, dass Nordrhein-Westfalen einer der innovativsten Standorte in ganz Europa ist, dass hier die Unternehmen zu Hause sind, die in der Regel als Hidden Champions Weltmarktführerschaft sein können, Weltmarktführer sein können. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir ein Klima in der politischen Debatte für Fortschritt und Innovation schaffen, dass nicht die Bedenkenträger alleine das Sagen haben, dass man Skepsis sehr ernst nimmt und sich mit ihr auseinandersetzt, aber dass wir wieder ein Land des Fortschritts werden und ein Land, in dem Wirtschaft und Innovation zu Hause sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.